Guten Tag, ich begrüße Sie herzlich aus der Endoskopie in Gera. Wir sind heute in der ERCP mit meinem Team. Wir würden uns in diesem Livestream mit einer klassischen Form einer akuten biliären Pankreatitis beschäftigen und dann auch gleich beginnen. Es handelt sich um einen 23-jährigen Patienten, der aus dem Auswärtigen Krankenhaus gekommen ist. Man hat versucht, die ERCP durchzuführen. Er hat hohe Bilirubinwerte, Entzündungszeichen, Bauchschmerzen, Lipaseerhöhung, also die klassische Konstellation einer akuten biliären Pankreatitis. Und wir gehen jetzt mal runter in das Duodenum 2, können wir zwei Busco noch spritzen. Okay, jetzt sind wir vor der Papille und dann gucken wir mal, was die Kollegen gemacht haben. Die haben Prothese in den Pankreasgang eingelegt. Gib mal eine Papillatur. Also Schutzprothese Pankreas liegt. Das Problem Geingang konnten die Kollegen nicht lösen. Wie lösen wir das Problem heute? Werden wir sehen. Ich probiere es erstmal standardmäßig mit dem Papillotom neben dem Pankreas, neben der Pankreasprothese in den Geingang zu kommen. Gib mal ein bisschen raus den Draht. Gut, stopp. Also man lässt den Draht ein bisschen rausgucken und dann versucht man hier so leicht anhebeln. Warte. Jetzt kommen wir wieder Richtung Pankreas. Jetzt muss man das Papillotom etwas anhebeln. Hebel mal an, dass man mehr von unten kommt. So, jetzt nochmal hoch. Ne, stopp. Nochmal, halt, einen kleinen Blick. Jetzt. Geht auch nicht. Und wenn das jetzt nicht geht, würde ich... Also gibt es zwei Möglichkeiten. Kann man entweder vom Pankreasgang ausschneiden in Richtung Geingang. Der Geingang sollte ja links davon münden. Also hier ungefähr. So, jetzt nochmal hoch. Ja, das ist Pankreas. Ich würde jetzt mal vom Pankreas... Warte mal, gleich, lass, bleib drin. Geh mal hoch mit dem Draht. Weiter, geh mal hoch. Nee, geht nicht. Also entweder vom Pankreas ausschneiden oder Präkat. Nochmal hoch den Draht. Geht nicht rein. Ja, mach mal ein Nadelmesser. Also wir würden jetzt mal einen kleinen Vorschnitt machen. Pankreasgang ist geschützt. Und jetzt schneiden wir von der Papille, vom Ostium, was etwas nach in Richtung 11 Uhr, zwischen 11 und 12 Uhr, wenn Sie das als Uhr ansehen hier, schneiden wir so langsam nach oben, in der Hoffnung, dass wir die Richtung zum Pankreasgang bekommen. Die Papille selbst ist nicht obstruktiv, also es ist keine gestaute Papille auf. Das ist das Nadelmesser. Und jetzt würden wir hier vom Pankreasgang aus hier hoch in Richtung Pankreas schneiden. Jetzt kann man mal ein bisschen spreizen und dann gucken, wo geht es denn hier rein? Ich denke hier oben. Okay, jetzt nehmen wir nochmal das Papillotom. Drahtgeführtes Papillotom. In der Hoffnung, dass wir jetzt den Weg finden. Also ich gehe jetzt etwas proximaler von dem äußeren Sphinkter der Papille in diesen Vorschnitt. Das ist manchmal nicht ganz einfach, insbesondere wenn es hier ein bisschen blutet, sehen Sie nicht so richtig, wo das hier oben reingeht. Jetzt? Warte.
Nochmal. Ja, ist jetzt die Frage, wie tief darf man schneiden, wie weit darf man hochschneiden? Darf man hier überhaupt noch schneiden, jetzt hoch? Er hat Beschwerden und die Gallenblase sieht auch nicht freundlich aus. Die ist wandverdickt, hat Steine, jetzt nochmal. Er ist eigenartigerweise nicht so sehr gestaut. Jetzt im Ultraschall. Warten. Jetzt. Jetzt sind wir drin. Okay, füllen. Wir sehen, das war die richtige Region. Und der Geingang ist gar nicht so weit, wie Sie hier sehen. Ah, hier unten hat ein Problem, ne? Hier unten hat ein Problem, ne? Ignorierender Stein. Das ist der klassische Befund für die biliäre Pankreatitis. Und jetzt schneiden wir die Papille auf. Machen wir die Papillotomie und holen dann. So, jetzt läuft die Galle. Okay. Jetzt die Frage, wie groß ist der Stein? Kriege ich den hier raus? Ja, nein. Ich denke schon, dass wir den rauskriegen. Jetzt ist die Frage, wie hart ist der Stein? Ist die Papillotomie ausreichend? Da gucken wir gleich mal. Also mindestens läuft jetzt erstmal die Galle wieder. Jetzt können Sie sich vorstellen, warum die Papille nicht gestaut war. Weil halt der Stein davor lag. Und jetzt gucken wir mal, wie schnell wir den rauskriegen. Jetzt kommt das Dormia-Körbchen auf. Und jetzt fangen wir uns den Stein ein. Ja, vielleicht ist der schon destruiert, also keine Ahnung. Kommt hier ein Stein? Nee. Also die Bröckelchen kommen schon raus. Man kann auch den Steinextraktionsballon auf. Nehmen. Hier sehen Sie noch den Stein im Röntgenbild hier unten. Machen wir zu. Ja, der geht immer wieder raus. Wahrscheinlich auf. Man kann auch mal spülen. Spülen Sie mal. So, jetzt kommt schwarze Galle. Das heißt, es ging schon eine gewisse Zeit. Und kleine Bröckelchen kamen raus. Und jetzt gehen wir nochmal mit dem Dormia raus. Da war schon ein bisschen was, okay. Jetzt nehmen wir einen Steinextraktionsballon. Da ist er, guck. Da ist er mit rausgekommen. Warte mal, kleinen Blick. Wir können, bevor wir den Steinextraktionsballon, wir müssen ein bisschen ökonomisch denken. Vielleicht brauchen wir den Steinextraktionsballon gar nicht. Ich spritze nochmal Kontrastmittel, gucken wir mal. Ich denke, wir haben den Stein schon desintegriert. So, jetzt spritzen wir Kontrastmittel. Ja, ja, sehen Sie es? Der Stein ist weg. Jetzt wäre die Frage, macht man hier eine Prothese rein? Das würde ich machen, sicherheitshalber. 10 French, kurz. Weil die Papille doch ein bisschen verschwollen ist hier oben und das Kontrastmittel nicht so gut rausläuft. Sie sehen, das bleibt stehen. Das Kontrastmittel nicht so gut läuft. Und diesen Stent kann man dann auch entfernen, wenn man die Gallenblase operiert. Was auffällt ist, dass der Zystikus nicht kommt, dass die Gallenblase nicht kommt. Und das passt zu seinen Beschwerden. Ich denke, seine Beschwerden fokussieren in erster Linie auf die akute Cholezystitis und nicht auf die Begleitpankreatitis. Also wir haben jetzt erstmal das Ziel erfüllt und haben die Galle zum Laufen gebracht, Draht hoch. Und jetzt machen wir den. Sie sehen, wenn schwarze Galle kommen, dann ist die Stauung und dauert die schon längere Zeit. Er meint, es geht seit Sonntag, Montag mit akuten Beschwerden, also jetzt drei Tage. 3 Tage Verschluss reicht und die Galle wird schwarz. Die Galle wird dann irgendwann auch wieder weiß, wenn der Verschluss länger dauert. Nach ungefähr 1 bis 2 Wochen wird die Galle wieder weiß. Dann ist es für die Leber noch deletärer. Dann braucht die nämlich doppelt so lange, bevor sie sich von dieser Cholestase erholt. Ich lege also jetzt nur eine Schutzdrainage noch ein. Und dann würde ich meinen, kann man die Cholezystektomie frühelektiv durchführen. Frühelektiv heißt noch in dieser Woche. Wir würden ihn morgen nochmal mit Ultraschall anschauen.
wenn die Gallenblase keine Luft hat morgen früh im Ultraschall und nach wie vor druckschmerzhaft ist, muss er morgen operiert werden. Und dann kann er gut operiert werden, wenn jetzt die Galle trainiert ist, wenn der Stein entfernt wurde. Okay, die Schutzdrainagen, wann legt man Schutzdrainagen? Schutzdrainagen legt man immer dann, wenn die Galle schlecht fließt nach Papillotomie, wie Sie es hier vielleicht auch sehen. Hier können dann auch noch kleine Mikrolithen drin sein, wie Sie unten sehen, an den Kontrastmittel aussparen. Kann auch Luft sein. Man legt auch Stents, wenn es nach Papillotomie blutet, Schutzstents, damit die Galle fließen kann, damit man mit Druck komprimiert. Und das ist jetzt ein mit Plastent, ein gerader Plastent, der aufgezogen ist auf ein Trägersystem und ziehen wir am Trägersystem. Und das ist nur Schutz. So, und jetzt gehen wir raus. Jetzt setzen wir den frei. Der ist 7 cm lang. Können Sie im Röntgen gucken. Und der schützt unsere Papille. Der sorgt dafür, dass die Galle fließen kann. Und der Chirurg hat es dann offenbar auch leichter, wenn der Gallengang durch einen Stent markiert ist. Vielleicht passiert da nicht so viel bei der laparoskopischen Cholezystektomie, aber das ist jetzt Spekulation. Gut, ich hoffe, Sie haben eine gut biliäre Pankreatitis, wann ERCP, vielleicht noch nach Leitlinie, sollten Sie in den ersten 24 Stunden durchführen. Danach bringt es nicht mehr viel, also in den ersten 24 Stunden, wenn wirklich ein Stein obturiert ist wie bei ihm, dann macht es Sinn. Wenn er heute nach dieser Intervention beschwerdefrei ist, dann war es dieser Stein, ist er nicht beschwerdefrei, war es die Gallenblase, wird dann nachfolgend entfernt. Gut, ich bin am Ende. Wenn Sie sich für Videos, interventionelle Videos der Endosonographie, der ERCP, der Endoskopie interessieren, gucken Sie auf unseren Videokanal. Vielleicht finden Sie das etwas, was Sie interessiert. Und für heute soll es das gewesen sein. Auf Wiedersehen.